Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, hat sich in 40 Jahren Pax Christi Krefeld von einer Stadtteilgemeinde zu einem Dialogort für Kunst und Kirche, für freie, nicht in Auftrag gegebene Kunst entwickelt. Kunst, die eingeladen wird zu Begegnung und Dialog mit den Menschen, ihren Themen und Fragen. Kunst, die seitdem viele Male in Pax Christi geblieben ist, angekauft wurde. Nach intensiven Gesprächen zwischen KünstlerInnen und der Gemeinde. Ob neu oder seit langem im Haus, die über 30 Kunstwerke und die KünstlerInnen aus allen Kontinenten erzählen nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die der Besucher. Immer auch als Veränderung, so wie dieses Werk, überdunkelt von Klaus Simon.